Geil. Mit Echo. Nein. Was geht, Leute? Ich bin's wieder, ein Rob Fox. Heute ist wieder Montag für Random Monday. Habe ich mir Folgendes vorgestellt, ein Spiel, das ich schon länger auf dem Schirm hatte, aber ein bisschen warten wollte. Es hat mehrere Episoden, aber wir spielen erstmal Episode 1. Mal gucken, wie lange das geht. Ich bin ein bisschen gehypt, ich habe ein bisschen reingeschaut. Es sieht gut aus. Und zwar reden wir von... Nein, nicht das. Hier seht ihr eine kleine Auswahl noch als kleinen Spoiler. Call of the Starseed, The Gallery, Episode 1. Viel Gelaber, wir gehen einfach mal rein. So, wir sind drin im Spiel. ASAP und Play haben wir natürlich durchgeschaut, durchgelesen. Okay. Und dann fängt's wahrscheinlich an. Ich war schon ein bisschen gehypt von dieser Hand. Oh, und sensitive ist er auch noch. I'm glad you made it. There's a big world out there waiting for you to explore. Okay. But first, I have to teach you a few things. Mhm. Don't worry. You'll be on your feet in no time. All right, take a look at your hands. Try to close them for me. Es ist halt echt geil. Es ist nicht einfach nur zumachen, sondern sensitive. See those glowing walls? They represent your real world space. Ja, das habe ich mir gedacht. Stay within those walls. Das Subpack gibt ja voll ab gerade. Oh my! How convenient that these bottles have arrived. Walk up to a bottle, grab it and smash it. Erinnert mich an Alex. So, we've confirmed that your hands work. Now, let's teach you how to explore. Wow. Fancy gemacht auf jeden Fall. Still there? Muss ich schon sagen. Right. Ja. Traveling through the world requires that you move your play space. And to do that, you just blink. Let's give it blink. A shot. Hold your left thumb pedal. Uh-huh. Look at your feet. Now, look at the horizon. The blink gamer will follow your head, not your hands. But you can change that later if you want. Ja, machen wir auf jeden Fall. Auch dass wir unser Good job. You completed your world first space. Blink. Now you can explore on your own. Karate chop some more bottles. Use blink to get to the bottles and use your hands to do the chopping. Jetzt alle zerstören. Ups. You are a mother blinkin' natural. Here, now I'll show you a little trick. Blink also allows you to rotate your space, which can be mighty useful in a tight spot. Give it a try. Aha. Good. Notice how that glowing dot shows you the direction you'll be facing. You've got moving around down to a science. Now smash the rest of those bottles into smithereens. Was waren alle? Madame, das war... Ah, sorry. Ich dachte, ich hätte alle. Und den letzten nehmen wir so. Gut. Fertig. Good job, bud. It's been fun bossing you around, but it's time for you to wake up. Mhm. Start this adventure. Wake up. Ich schlafe? Oh, ich ahne was. Ich ahne, das wird ein wundervolles Spiel. Was ist das? Ein Blink locked. Oh, ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei. Call
Hall of the Starseed, the Gallery. Sehr cool. Auch sehr cool, dass man alles anfassen kann. Ihr wisst, ich liebe sowas, mit Objekten interagieren zu können. Oh, mit dem Licht. Sehr, sehr cool. Oh, das wird gut. Den Sound muss ich noch kurz anpassen. So. Dann würde ich sagen, neues Spiel. Alex, come on, pick up. I figured it out. The pull on my half of the hex led me to the drop at Siren Point. Something weird is going on here, Alex. Look at your half. That is not how magnets work. Just grab Dad's disgusting adventure bag and let's go. You aren't gonna let your sweet, vulnerable sister go alone to the point, are you? I don't think so. Heißt sie etwa auch Alex? Das ist interessant. Boah, Leute, sieht das gut aus. Gucken wir mal, ob wir ein paar Settings machen können. Ich schaue mich ein bisschen um und dann komme ich direkt zurück. Bis gleich. So, bin wieder da. Wie ihr seht, habe ich mein Boundary ausgestellt. Und Blinken geht auch sofort. Es ist so mehr meine Art. Aber zurück zum Spiel. Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr nice aus. Ich habe die Grafik auch erhöht. Wow. Ich kann jetzt Wurfsteine benutzen. Ah, Schwimmen ist hier verboten, okay. Außerdem, um es ein bisschen schwieriger zu machen, habe ich die Objekte, dieses Highlight, nur aktiviert. Scheinbar ist es nur aktiviert, wenn man drauf hinschaut. Hallo? Wohin geht das hoch? Cool. Es ist schade, dass wir nicht wirklich laufen können, aber ein kleiner Trost. Ein kleiner Trost ist, dass es so gut aussieht. Aber ich glaube, es hat schon seinen Zweck. Ja, das mit dem Sound funktioniert auch. Oh yeah. Eine kleine Party hier machen. Cool. Ist es... Uah. Boah. Cool. Wie lange muss man das da jetzt da drin? Das wird immer größer. Nicht, dass es gleich explodiert. Wie groß kann das Ding denn werden? Ich glaube, jetzt ist es maximal groß. Oh, und jetzt ist es auch verbrannt. Okay.
Boom! Feuerwerk, Motherfucker! Feuerwerk. Ich liebe Feuerwerk. Ich will das Ding treffen. Das können wir anzünden. Geht nicht. Ja, zuerst dachte ich, das ist Wilson. Jetzt nochmal ausprobieren. Läuft. Gut, machen wir weiter. Müssen wir da durch? Wir gehen erstmal da entlang. Some items are important. These items are highlighted in blue. Pick up the flashlight. Okay. Machen wir gleich. Mhm. Können wir das nehmen? Ja. Nur laufen können wir jetzt halt. Oh, die schwingt auch so. Ja, was? Brauche ich eine Taschenlampe? Ich hab doch die Lampe. Na gut, was soll's. Was important items will stick to your hand. Some important items have secondary action by repressing trigger. Okay. Put an important item away, reach over your shoulder. Okay. This stores the important item in your backpack. To open the backpack, reach behind your shoulder and pull it out in front of you. Aha! Wisst ihr, an was das mich erinnert? Einerseits das Schulterprinzip kennen wir von Half-Life Alyx und auch jetzt mal von Into the Radius. Oh, geil. Das ist Main Menu, okay. Als Spiel. Okay, wir haben auf jeden Fall alle Sachen. Ah, und dann nimmt man sich das, okay. Gehen wir nochmal zu dem zurück. Ja, so instant laufen geht nicht. Da ist so ein leichter Delay drin. Hallo? Weiß gar nicht. Wahrscheinlich können wir da noch gar nicht rein.
Irgendein Brite auf jeden Fall. Wir müssen wahrscheinlich jetzt durch den Tunnel durch. Uns natürlich alles ganz genau an, so wie ihr es von mir gewohnt seid. Elizabeth, I'm glad that you came back. But be careful. The CSIS and FBI, they are coming, Liz. I had to lock the sewer gate to keep them out. Find the freebie on the B. Find the freebie on the B. Pete is listening. So, dann holen wir unser Rucksack und nehmen das. Alex, where are you? Waited as long as I can. Alex, warum sagt die Alex? Oder Liz? And whatever it is, he thinks it's important enough to lock away. It might be what we're looking for. He lives in the sewer. But he set up a human security system to keep CIA agents out. I'm pretty sure he's paranoid. I could tell you exactly how to reach him, but where's the fun in that? Fine, I'll give you a clue. Start off by tossing something at the metal box above the stove. What you need is in there. Come on, Al. Action, adventure, possible trespassing charge. Also doch, Alex. Weil sie sagt Al. Auf jeden Fall interessant. Nix mehr drin. Ein Hähnchen. Oh Gott, das ist laut. Wollen wir es essen? Nö. Ich glaube aber, das ist nicht relevant. High Potential. Natural Phenomenon. Ups. Das wollte ich nicht. Only let Liz in. Ein Kompass? Oh, fuck. Kompass nehmen wir mit. Geht das nicht? Geht nicht. Okay. Aber... Ob wir da zum Leuchtturm müssen? Auf jeden Fall. Oh, vielleicht müssen wir das mitnehmen. Nee, können wir nicht. Weil wir haben Morse Code. Und es scheint wichtig zu sein, dass wir... Weiß ich nicht. Way of the Bus. Hoppala. Warte, waren das Pink Floyd References? Ja, yeah, Pink Fred. Okay. The Why? Interessant.
Ist das fucking Dynamit? Nee. Schrotflinten. Dafür bräuchte man eine Waffe. Wo kriege ich jetzt so eine Waffe her? Gehen wir nochmal zurück. Also da lag jetzt keine Waffe. Da liegt auch nichts. Okay, jetzt sind wir durchgeglitscht. Aber wir wollten eh nach unten. Was ich auf jeden Fall gucken wollte, da ist ja was hochgezogen worden. Hier. Nice try. Aha, das hat der... Der Typ vom Turm. Okay, hier ist nichts mehr. Gehen wir nochmal. Was hat sich angehört wie Volksmusik? Entschuldigung. Aber wahrscheinlich muss ich da durch. Muss irgendeinen Weg da reinfinden. Nimm das jetzt mal mit. Und mache mich mal ein bisschen aufmerksam. Hallo. Geil, mit Echo. Nein. Opa. Hat er nicht gerafft. Ich glaube, der ist taub, der Pirat. Also, scheinbar brauchen wir eine Waffe. Da oben liegt Munition. Meistens kenne ich es andersrum, dass die Waffe da liegt, aber nicht die Munition. Aber diesmal ist es andersrum. Wir haben einen Schlafsack, aber ohne Verwendung. Hier ist auch nichts. Geil, man kann es auch noch zumachen. Wie cool. Es geht nicht. Wir haben einen Kompass. Warte. Wenn wir dieses Ding nehmen. Komm schon. So. Nee. Nur war mal Team. Das kennt doch auch jeder. Aber ist ein anderes Thema. Ich dachte, ich müsste jetzt vielleicht Licht irgendwie machen. So mit Licht morsen. Ich hoffe, ich stelle mich jetzt hier nicht so dämlich an, aber kommt es gerade nicht auf die
gute Idee. Muss ich vielleicht... Einen Moment. Ich habe eine Taschenlampe. Wenn das funktioniert, dann feiere ich. So, nehmen also hier. Gott, sind die Vögel laut. So. Versuchen wir mal. Lang. Lang. Kurz. Lang. Lang. Kurz. Lang. Lang. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Vielleicht nur Liz. Kurz. Lang. Kurz. 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 Lang. Lang. Kurz. Kurz. Nee, ich glaube nicht. Auf jeden Fall Patronen für eine Schrotflinte. Aber wo ist die Schrotflinte? Vor allem, dass da so viel Munition rumliegt. Ich überlege jetzt mal. Um es euch nicht langweilig zu machen, skippe ich mal den Scheiß. Bis gleich. Okay, ich hab's gefunden. Und es brennt was. Ich bin gerade ein bisschen in Panik. Das wollte ich jetzt nicht. Wie habe ich es gefunden? Ich habe da oben was gesehen, also dieses Ding. Hab da eine Muschel genommen, die hochgeworfen. Ey, das war ein astreiner Treffer. Das Ding purzelt runter und da ist die Waffe. Ich hab nicht lang gesucht. Hätte ich eigentlich auch... zeigen können. Aha. Ne, wir gehen gleich zu der Stelle. Na, mal gucken, was wir anballern können. Das müsste doch den alten Opi doch aufwecken. Old Sparky. Müsst ihr doch zu mir gucken, oder? Ist das geil. Ich glaube, wir können jetzt da runter. Ups. Gehen wir mal da runter.
jetzt pisst es auch noch. Oh, ist das ein Flugzeug? Ein Satellit? Oder eine fette Gans? Ich weiß es nicht. Oh, es ist laut. Okay. Oops. Well, well, well. You're one of them, aren't you? A spook. Yeah, I know you chop eventually. If you know what's good for you, you'll go back and tell them you ain't found nothing. Ganz ruhig, OP. Just, how did you... Pete, you lousy drunk! Muss ich ernsthaft jetzt da rein? Okay. Ziemlich dunkel hier. Ziemlich schmutzig hier. I hear you out there. I told you to stay out. I'm blowing this place sky high, you bastard. Ich will hier gar nicht sein. Uhu! Leute! Was ist los mit dir, Opi? Sollen wir uns jetzt hier betteln, oder was? You? I'm sorry. I thought you were a spook. The explosives. Damn it. Get to the lab. You'll figure it out. Jetzt auf einmal bist du freundlich, oder was? Er ist fast mit einer Flare getötet. Aber immerhin hat er sich entschuldigt. Oh, Knicklichter. Geht nicht. Ich hoffe, ich habe genug Batterien. Oh, jetzt muss ich da ins eklige Wasser rein. Watch for poop. Also. Ja, man muss die in Wirklichkeit schütteln. Noch nicht gewusst? In echt muss man die auch schütteln. So. Wir sind hier. Da ist Sue. Alex, the professor, anti-CIA map is nuts. The real path I have found are in blue.
Cave in Wishing Well. Supply drop. Oh je. Toll. Jetzt kann ich es aber nicht loslassen. Das ist blöd. Machen wir es eben so. Wir gehen geradeaus. Hier sind die Wege zu. Gehen wir da entlang. Orientieren kann ich. Bin ich sehr gut darin. Base-Symbol. Sind das nicht die Skyrim-Zeichen? Sind so weit. So, da ist wieder ein Gitter. Wir sind jetzt hier, also hier. Da ist was. Das Gitter. Aha. Cave in. Das ist Gitter gewesen. Ja. Gott sei Dank keine Monster hier. Content unknown. Treasure chest. Exhaust vent. Lit. Faction like a puzzle box. Open like a flower. Ist das ein Rundkurs und ein Gitter? Okay. Das heißt, die Wege führen beide zum gleichen Weg. Aha. Wishing Well. Jetzt sind wir bei dem Wishing Well. Namen sind jetzt wahrscheinlich Bäcker, die bei dem Spiel mitgewirkt, also mit investiert haben. Oh, Geld. Aha. Physik. Lass mich hier raus, ich bin ein Star. Ich habe einen YouTube-Channel. Ich bin berühmt. Mit meinen 300 Abonnenten.
hoffe, das ist in der Sache. Scheinbar nicht. Also, wir sind jetzt hier. In dem Rundkurs kommen wir nicht weiter. Gehen auf jeden Fall nochmal zurück. Schade. Oh ja, nehmen wir lieber die Kerze mit. Die macht auf jeden Fall mehr Licht. Ich frage mich, ob die Leute, die größer geschrieben sind, mehr Geld investiert haben als die kleinen Schriften. Also eigentlich sollte es hier geradeaus gehen. Oh, meine Hand rutscht. Gehen wir noch mal in die Höhle rein. Der Pfeil zeigt uns dahin. Vielleicht müssen wir... Ach, hier geht's weiter. Okay. Hinweis. If my findings are correct, the source of the anomaly is on this beach. Not on, below the beach. There is only one way to continue, and that is down. The cistern will serve as a convenient start from my dig. Krasser Move. That's when we found the entrance to a large structure just off the beach, which seems like an old cistern project. For some reason, construction just stopped dead, and then they sealed off the entire branch of the spillway. We found some work orders complaining about constant machine failure for no apparent reason. Something was fished. It's time to start digging. Ziemlich fishy. Also bis jetzt gefällt mir das Spiel richtig gut. Es ist noch zwar nicht allzu viel passiert, aber du hast so viele tolle Situationen. So kleine Punkte, die einen erfreuen, irgendwie so, also Erfolgserlebnisse. Und dann schon, wenn man etwas findet und man weiß, dass es richtig. Die brauchen wir nicht mehr. Dann kann ich eine Taschenlampe wieder nehmen.
Federation sure as shit keeping it in a secret anymore. Years of work up in smoke. Storm's rolling in. Hopefully no one will notice a few explosions and all the thunder. Oh, it's gonna be an interesting night. Ich hab hier nochmals auf Englisch, aber... Ja gut, das war ja auch sonst immer... Ist von Lizzie, okay. Rye, I can no longer stay and watch you destroy yourself. I overthought you were happy with our quiet little life in the woods. But I guess I was wrong. If you are reading this letter, it means that I have gone back to the cabin on the Kawichan. I will be there when you realize what is really important to you. Yours, Lizzie. Oh, this is sad. This is really sad. The search platform. Das Monster? Aliens? Ist das ein Ballon oder? Emergency Experiment Termination Explosive. To where? What? Na gut. Dann wollen wir wohl hier rein. No. Tick, 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 tick. Fuses brauchen wir. Okay. Just a couple snaps should do it. Wow. Wow. Nope. Sieht das geil aus. Hello? Ah, come on. Surprised that didn't kill me. Yeah, another 12 seconds and boom! This whole place would have been a pile of rubble. I wasn't just gonna. What I've discovered is so powerful. They can't get their hands on it. The beacon. It's what drew you both here. And it took your sister. It's dangerous, Alex. Too dangerous. I have to bury it. I told myself I'd wait a few hours for her to come back before... Well, that was 5 days ago. You're half of the hex. Did you bring it? What? Of course you did. We should get you down to the beacon. Oh, fuck. Forget what I said. It's totally safe. Safe enough. Ja, geh einfach durch die Wand. Ach, das ist keine Wand, das ist ein Vorhang. You'll need a few 9-inch fuses for that panel. Everything that wasn't bolted down was torn apart. You can thank your sister for that. My sister? Lizzie ist meine Schwester? Catch. Oh. Unacceptable. Shit. This doesn't bode well for your future in sports, Alex. Yes. Good job. Gentle now. But here's another one, Butterfingers. Come on now. To the panel. Good. Main board power. Oh. Right nice. On. Track actuators. We're getting there. Komm schon, noch eins. Boah, viel zu weit weg. Muss ich mich hier bewegen? Don't be such a spaz. Komm schon. Jumping. Okay, jetzt aber. Joseph, I'm running out of fuses, kid. Oh. Bravo. Regular Jesse Barfing, man. Und zack. Nice
base worker. Yes. Thank you. Activate the call switch. Got die Boy jetzt nicht mehr? It's been 3 years. I still don't know where the beacon came from or what it's capable of. Told Elsie to keep her hex away from it. It seemed obvious that there'd be some sort of reaction. Ey, mit links gefangen. Ich bin Rechtshänder. First night, that dang girl snuck down into the lab while I was sleeping. The first night. Jump in the lift, kid. I got my own ride. Come on, let's make a move. We gotta get going. It was my mistake. Oh, fuck, fuck, fuck. Never tell someone like your sister. Ich hab was vergessen. Ich hab was vergessen. Nein, da war noch eine Kassette drin. She opened the beacon's cage and triggered a goddamn explosion of magnetic energy. Busted up everything. Damn near tore open my metal hat. Sehr cool. Aber bevor wir jetzt hier diesen Schritt weitergehen, müssen wir leider die Folge für heute beenden. Ist auf jeden Fall richtig spannend. Es sieht super gut aus. Bin echt excited, was da noch alles passiert. Und das ist erst die Episode 1. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ich habe diese Kassette da oben vergessen. Das holen wir nach, versprochen. In dem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Euer Anna Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.